Herzlich willkommen zu einem neuen DCS-Tutorial, heute wieder mit der SU-25A Frogfoot und wir beschäftigen uns heute mal mit der Bordkanone und auch, wie ihr hier seht, mit den externen Kanonenbehältern. Bei der internen Kanone handelt es sich um den Typ GSH-23, das ist eine Kanone mit einem Kaliber von 23 mm. Die kann bis zu 3400 Schuss pro Minute abfeuern und hat ein Magazin von 260 Schuss. Und diese externen Kanonenbehälter, das sind die SPPU-221. Auch dort sind jeweils die gleichen Kanonentypen, also die GSH-23, verbaut und auch jeder Kanonenbehälter hat ein Magazin von 260 Schuss, was uns einen gesamten Munitionsvorrat von 1300 Schuss gibt. Das ist jede Menge Feuerkraft, auch wenn das Kaliber nicht so groß ist wie bei der A10C, reicht das doch, um einigen Schaden anzurichten. Und sowohl die interne Bordkanone als auch diese Kanonenbehälter, das zeige ich euch mal von außen, haben jeweils zwei Läufe. Also hier vorne ist die interne Bordkanone und auch die Kanonenbehälter, das seht ihr hier ganz gut, die haben jeweils zwei Läufe. So, ich drehe mal kurz in die andere Richtung und dann machen wir weiter. Wir schauen uns heute in dem Tutorial einmal den Luft-Boden-Modus an, das heißt, wir schauen, wie man Bodenziele angreift. Da die Kanone kein großes Kaliber hat, habe ich hier vorne, seht ihr vielleicht schon, ein paar LKWs hingestellt, die wir angreifen werden, und im zweiten Teil werden wir dann eine A10 abschießen. Das wird nicht wirklich ein Luftkampf, ich will euch nur die unterschiedlichen Symbole oder die Verwendung des ASP-17, also dieses Visierglases hier, einmal demonstrieren. So, und damit wir uns nicht zu weit entfernen vom Zielgebiet, gehen wir einmal auf Gegenkurs und schauen uns jetzt direkt auch gleich nochmal das Waffenkontrollpanel an, was wir hier auch brauchen. Und zwar haben wir das Waffenkontrollpanel hier. Und wir haben hier unter diesem dicken weißen Strich einmal den Munitionsvorrat angezeigt. Diese Anzeige ist für die äußeren Stationen, also die hier. Diese Anzeige ist für die externen inneren Stationen, das sind die da. Und diese Anzeige ist für die interne Bordkanone. Und jetzt ist es einfach so, dieses K, was hier zu sehen ist, bedeutet, unser Munitionsvorrat ist voll. Wenn dort 3/4 steht, heißt es, wir haben noch 75% Munition. 1/2 logischerweise 50% Munition. Wenn dort ein H3, das wird wohl NZ ausgesprochen, dasteht, bedeutet, dass unser Munitionsvorrat ist knapp. Sollte dann 1/4 sein. Und wenn es weiße Schrägstriche sind, so wie hier, dann bedeutet das, der Munitionsvorrat ist voll. Das heißt, dieser Munitionsvorrat wird immer nur in Vierteln gezählt, kann man sagen. So, und diese externen Kanonenbehälter kann man auch nur an diesen inneren zwei Stationen anhängen. Was uns trotzdem 4 Kanonenbehälter verleiht, das ist ja trotzdem nicht schlecht. Okay. Wie gehen wir vor? Wir aktivieren als erstes mal unseren Luft-Boden-Modus mit der Taste 7 und dann wählen wir die Kanone und damit wählen wir auch gleichzeitig die Kanonenbehälter aus. Wenn wir welche drin haben, aktivieren wir mit der Taste C. So, jetzt kriegt ihr wieder das ASP-17. Und diesmal handelt es sich wirklich um das Gun Cross, also um das Zielkreuz für die Kanone. Und jetzt haben wir hier noch ein paar verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt erstmal die interne Kanone ausgewählt. Das seht ihr hier am Waffenschalter an der oberen Position, also Position 1. Und wir haben hier noch den sogenannten Cut-off Burst. Das ist dieser Schalter, wenn der nach oben zeigt,
bedeutet, dass wir feuern immer nur in einem Feuerstoß, das macht er automatisch. Und wenn wir diesen Schalter umlegen, das funktioniert mit der Taste L-Shift, also links Shift und C, dann haben wir quasi Dauerfeuer. Also dann hört die Kanone erst auf zu feuern, wenn wir den Trigger wieder loslassen. So, das heißt, wir haben gesagt, Position 1 ist die interne Kanone, dann haben wir noch Position 2. Da schalten wir mit links Steuerung und Leertaste hin. Damit wählen wir zwei Gunpods aus, und zwar sind das jeweils die äußeren, also einmal der und einmal der. Und wenn diese Gunpods ausgefahren sind, heißt, wenn die Mündungsrohre ausgefahren sind, dann leuchtet diese kleine LED hier oder diese kleine Lampe orange. Und dann gibt es natürlich auch noch die Position 4. Damit wählen wir alle vier Gunpods aus. Wenn die Gunpods aktiviert sind, ist die interne Kanone deaktiviert. Das so mal für euch als Hinweis, und wir fangen einfach mal an mit der internen Bordkanone. Unsere Ziele sind da drüben, das heißt, wir drehen einfach mal in die andere Richtung. So, und jetzt am Anfang verwende ich keinen Laser, das heißt, ich habe keine Entfernungsmessung. Die Kanone hat eine Reichweite von 1 bis 3 Kilometern. Man sollte sie so auf 1 Kilometer, 1,5 Kilometer benutzen. Wenn man den Laser nicht anhat, kann man das natürlich nicht ablesen. Aber ich möchte euch das trotzdem einmal vorführen, und wir benutzen jetzt erst einmal den Burst-Modus, also sprich den Feuerstoß-Modus. So, wir gehen also gleich in den Sturzflug, achten dabei darauf, dass wir nicht zu schnell werden, sollten allerdings die Luftbremsen drin lassen, einfach damit wir Energie haben, um dann nach dem Angriff wieder zu steigen und wegzudrehen. Geschwindigkeit könnt ihr ja trotzdem mit dem Schubhebel regeln. So, das sind unsere Ziele. Und die Su-25, die hat jetzt bei mir gerade 50% Sprit dabei, aber die ist trotzdem wesentlich träger als die A10. So. Eins. Zwei. Also auch wenn ich auf dem Trigger bleibe, hört er nach diesem Feuerstoß auf zu feuern. So, haben wir was getroffen? Ja, das sieht ganz gut aus. Also, einer von euch hatte mir im Forum geschrieben, dass er das nicht so mag, wenn ich hier diese Zoom-Ansicht verwende. Deswegen mache ich das jetzt natürlich ohne diesen Zoom. Wobei man die Fahrzeuge hier doch sehr gut sieht. Das war beim letzten Tutorial mit diesen ungelenkten Raketen eben nicht der Fall. Da muss ich den einfach verwenden, um diese Bunker da zu erkennen. Aber hier ist das doch optisch ganz gut möglich, auch ohne diese Zoom-Funktion. Okay, das war einmal der Burst-Modus. Wie gesagt, ich bin immer auf dem Trigger drauf geblieben, aber trotzdem hat er immer nur Feuerstöße abgegeben. So, das sind sogar vier Treffer, wenn ich das richtig sehe. So, jetzt schalten wir einfach mal um in den Dauerfeuer-Modus und verwenden mal die äußeren Kanonenbehälter, also quasi Position 2. Und den Modus, den ich jetzt verwende, das ist der sogenannte Fixed Depression Mode. Also die haben quasi einen starren Winkel, den man auch noch einstellen kann. Das zeige ich euch gleich einmal in der Außenansicht nach diesem Run. So. Okay, jetzt sind wir ein bisschen höher, das heißt, der Sturzflug wird ein bisschen steiler als der von eben. So, wir drehen ein, nehmen Schub raus, denn durch den Winkel im Sturzflug werden wir automatisch schneller. So. Okay. Und
Okay. War doch nicht so schnell der Winkel. Haben wir was getroffen? Nee, ich glaube, diesmal ging alles vorbei. Ja, leider nichts getroffen. Aber wenn ich das richtig beobachtet habe, haben wir auch von ein bisschen weiter weg gefeuert. So, und jetzt zeige ich euch mal, was ich meinte damit, dass man diesen Winkel verstellen kann. So, ich richte nur kurz meine Maschine ein bisschen aus. Und dann zeige ich euch das mal in der Außenansicht. So. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, einmal mit den Tasten Steuerung rechts und dann Fragezeichen und Apostroph diese, das seht ihr hier, diese Gunpods quasi im Winkel zu verändern, damit ihr zum Beispiel nicht immer so tief in den Sturzflug runter müsst. Und mit rechts Alt und diesen beiden Tasten, also rechts Alt und Fragezeichen bzw. Apostroph, kann man da auch nochmal eine Feinjustierung vornehmen. So dass man, wie gesagt, eben nicht immer in diesen Sturzflug runter muss. Dann muss man natürlich auch sein Zielvisier ein bisschen anpassen, damit man das Zielkreuz trotzdem noch sieht. So, wir machen das einfach mal so. Und verwenden jetzt mal alle vier Kanonenbehälter. So, meine Ziele sind dort hinten auf dieser hellen Fläche. So, ich nehme mir einfach jetzt mal eine andere Reihe vor. Da ich die gerade schon beschossen habe, haben die sich so ein bisschen verteilt. So. Okay, schauen wir mal. Und dann seht ihr nämlich auch gleich, dass dieses Visier, also diese Zielanzeiger im ASP-17, dass die sich natürlich mit verändert. Je nachdem, wie ich meine Gunpods vom Winkel her einstelle. Das geht mit der internen Kanone allerdings nicht, diesen Winkel zu verändern. Das geht wirklich nur mit den Kanonenbehältern. Okay, da sind die, die ich schon getroffen habe. Und die anderen habe ich 90 Grad aufgestellt. Das heißt, ja, ich drehe hier an der Stelle einfach mal ein. Nehme Geschwindigkeit raus, damit wir ein bisschen Zeit haben. So. Na, hier seht ihr das. Jetzt verändere ich einfach nur den Winkel und das jetzt mit Alt. Also da kann man es wie gesagt ein bisschen feiner machen. Okay. So, getroffen haben wir nichts, dazu waren wir auch zu weit weg. Gut, die lassen wir mal so eingeschaltet. Wir stellen allerdings mal den Burst wieder ein. Und jetzt zeige ich euch auch noch, wie das Ganze mit dem Laser funktioniert. Also wenn wir den Laser einschalten, kriegen wir natürlich unseren Laserentfernungsmesser und dieser breite Streifen. Das ist ja wie gesagt maximale und minimale Reichweite. Und bedeutet dann eben, wenn wir hier diese drei Striche haben, also 1, 2, 3, die Maximalreichweite sind eben 3 Kilometer, das sind 2 Kilometer, das ist 1 Kilometer. Das heißt, an diesem Laserentfernungsmesser und an dieser Anzeige kann man doch sehr gut ablesen, wie weit man jetzt tatsächlich noch vom Ziel entfernt ist. So. Und das Schöne ist, die
Kanonen richten so automatisch, werden so automatisch ausgerichtet. Also wenn ihr den Laser eingeschaltet habt, befindet ihr euch automatisch im sogenannten Programmed Tracking Mode. Das heißt, die Kanonen feuern dorthin, wo eure Zielanzeige vom Laserentfernungsmesser hin zeigt. Na, man sieht das auch, die sind jetzt nicht ganz so nach unten gerichtet. So. Okay, wir drehen nochmal links, um dann anschließend gleich rechts drehen zu können. Okay, nämlich jetzt. So, und jetzt warten wir ein bisschen länger, bis wir schießen, damit wir auch mal wieder was treffen. In einem richtigen Kampfeinsatz muss man das dann natürlich abwägen, je nachdem, was für Bedrohungen unten sind, ob das Manpads sind, ob das Luftabwehrgeschütze sind oder was auch immer. Okay, wir drehen ein. So, nehmen Gas raus. Okay, jetzt sehen wir, wie diese Entfernungsanzeige runterwandert. 2 Kilometer. Anderthalb. Wobei das natürlich schon sehr tief ist, ne? Also solche tiefen Anflüge könnt ihr wirklich nur machen, wenn es da unten keine Bedrohung gibt. Das sind auf jeden Fall zwei Treffer. Weil ansonsten ist das schon sehr gefährlich, so tief zu fliegen. Okay, wir machen einfach mal noch einen Run. Wieder mit Dauerfeuer. Und versuchen auch mal aus der letzten Reihe ein paar zu treffen. Den Laser können wir dabei wieder ausschalten, dann kann der ein bisschen runterkühlen. So, nach diesem letzten Versuch mit dem Bodenzielen machen wir anschließend den zweiten Teil mit unserer hilflosen A10. Okay, wir drehen ein. Schalten den Laser an. Und los geht's. Also die Su ist echt schon sehr träge. So, Laser aus. So, und wir gucken mal auf unser Waffenkontrollpanel und da seht ihr schon, dass die zwei externen Pots jetzt leer sind. Das seht ihr an diesen schwarz-weißen Streifen. Und der interne Vorrat ist nur noch zu 75% voll. Haben wir was getroffen? Ja, einen haben wir getroffen. Okay, das war's für den Anfang. Und jetzt machen wir noch den Luft-Luft-Teil. Okay. So, wir befinden uns im zweiten Teil des Tutorials zu den Kanonen. Vor uns ein kleiner schwarzer Punkt, vielleicht seht ihr das schon, das ist die A10 und wir schalten hier in den Luft-Luft-Modus und dort ist es die interne Bordkanone natürlich starr, also die bewegt sich ein bisschen, das hängt auch von meinen Flugbewegungen ab. Und in der Su-25 ist es natürlich so, die ist wie gesagt rein von der Rollrate noch träger als die A10. Hat allerdings ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Also wenn ihr von einer ernsthaften Bedrohung angegriffen werdet, heißt es für euch Außenlasten abwerfen und dann nix wie weg.
Wenn es einfache Sachen sind, sowas wie hier eine A10A oder auch Hubschrauber, da kann man die schon mit der Bordkanone oder auch mit den R60 unter Beschuss nehmen. Grundsätzlich aber, also ich habe jetzt hier wirklich auch nichts dran, seid ihr mit der Su-25A Frogfoot doch eher hilflos gegenüber anderen Fightern, egal ob das eine MiG-29 oder eine 15 ist, zumal ihr eben auch über kein Radar verfügt und die R60, wenn man sie denn dran hat, von der Performance her noch schlechter sind als die AIM-9 der A10A. Die schauen wir uns aber in einem separaten Tutorial an. Also wie gesagt, das war jetzt hier keine große Sache. Ich wollte euch lediglich einmal die ASP-17 Gunsight im Luft-Luft-Modus zeigen. Das heißt, die ist dort eben relativ weit oben fixiert. Und ihr habt eben auch nicht so einen Zieltunnel wie bei der R10. Das heißt, ihr könnt wirklich nur optisch einen Vorhaltewinkel berechnen und dann draufhalten. Okay. Damit haben wir auch den zweiten kurzen Teil zum Thema Bordkanone bzw. Kanonenbehälter abgeschlossen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!